Wir haben wieder zwei mutige Damen gefunden. Heute sind es viele Damen, die hier die den Mut ergreifen und uns die Fragen beantworten wollen. Vielleicht mal wieder als kleiner Einstieg, was ist denn am 11. September 2001 passiert? Das ist noch keine von den Fragen, aber was ist da passiert? Also passiert ist erstmal, dass in den World Center in New York das Flugzeug reingeflogen ist und es war über oder mehrere tausend Tote. Und das ist ja ein Wahnsinn. Also da wissen wir ja gar nicht, was man dazu sagen soll, wer sowas macht. Also das ist eigentlich in jedem Gehirnkasten von den Leuten drin oder müsste drin sein. Deswegen machen wir auch gerade diese Umfrage eben, weil das so eine Relevanz hat, aber manche Leute verdrängen das halt auch wieder und heute ist es gar nicht mehr so viel im Gespräch. Und gerade heute zum Jahrestag, ne, wieder also zum leider traurigen Jubiläum, versuchen wir das halt auch wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und deswegen fangen wir vielleicht gleich mal mit den Fragen an, weil auch viele gar nicht wissen, was eigentlich alles passiert ist. Und wir gehen die fünf Fragen ab und lösen dann am Ende auf. Ne? Die erste Frage ist, wie viele Hochhäuser sind denn eigentlich eingestürzt an dem Tag? Zwei Hochhäuser, die nebeneinander standen. Wow, ich glaube, es waren drei. Zwei oder drei? Jetzt haben wir zwei verschiedene Antworten. Zwei? Zwei. Na gut, dann schließe ich mich meiner Schwester an. Also zwei. Rechts und links, die zwei sind zusammengestürzt. Okay, also wir bleiben bei zwei. Okay. Ja. Nächste Frage. Wie viele Flugzeuge waren denn an dem Tag unterwegs, die von Terroristen entführt wurden? Also das müssten auch, also im World Trade Center waren es auch zwei und dann ist noch eins in diesem, wie heißt das amerikanische... Ich weiß nicht, Polizei. Aber das war auch in Amerika. Mhm. Ja, da ist Pentagon. Noch drei oder Pentagon, sehen Sie, da ist noch eins. Aber das ist wahrscheinlich nicht. Drei. Drei? Aber im World Trade Center waren es zwei. Genau, also die. Das eine, das ist ja, das stimmt, das hat aber nicht so funktioniert, wie die dich das geplant haben. Oder also waren ich das eigentlich sagen, zwei. Zwei Flugzeuge nur? Insgesamt? Ich würde sagen, es waren drei. Zwei oder drei? Und eins ist noch woanders. Drei. Komm, schließ dich an, ich habe mich vor deiner Zwei. Anschließend, genau. Wir müssen schon einigen. Sehr gut. Dann die nächste Frage, die bei den Terroristen, die wurden ja relativ schnell identifiziert, die ersten zumindest. Und zwar war das anhand eines Gegenstands, der immer der gleiche war, der in der Nähe des der Absturzstelle gefunden wurde. Also war zum Beispiel Saddam al-Zaqawmi und zwei andere, von denen dieser persönliche Gegenstand oder dieser Gegenstand gefunden wurde, woran die identifiziert wurden. Was war das für ein Gegenstand? Also ist das ein Rucksack? Ich würde sagen, Rucksack. Also das weiß ich nicht. Also können Sie auch raten. Also, ja. Also war das ein Rucksack? Na, ich meine, wenn Sie mit dem Flugzeug reingeflogen sind, ja, da muss in dem Flugzeug schon noch was drin gewesen sein, was ich identifizieren könnte. Aber was da nur alles drin war, das weiß ich. War das ein Rucksack? Bleiben wir beim Rucksack? Ja, ich kann das ja jetzt nicht beantworten. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Es sind ja zwei Flugzeuge reingeflogen. Und aber ich glaube, es war ein Rucksack. Da war, glaube ich, noch irgendwas drin. Also naja. Sagen wir Rucksack. Ja, ich habe Rucksack. Eine DNA dort gemacht. DNA-Rucksack. Könnte sein, genau. Könnte zum Beispiel eine Variante sein. Dann machen wir die nächste Frage. Und zwar, der Hauptverantwortliche oder der als Hauptverantwortliche dafür galt, war ja Osama Bin Laden für diese Anschläge. Ne? Als Planer wurde er eher genannt. Und die Bin Laden-Familie ist eine Unternehmerfamilie gewesen, Bauunternehmerfamilie, die aber auch mit einer sehr bekannten amerikanischen Ölunternehmerfamilie Geschäfte gemacht hat. Die Familie ist so bekannt, dass sie wenigstens zwei von denen aus dem Fernsehen kennen. Welche amerikanische Unternehmerfamilie war das? Was die jetzt dort mit... Die haben nicht da direkt mitgewirkt, aber die hatten vorher Geschäftsbeziehungen zu der Bin Laden-Familie. Bin Laden? Das weiß ich nicht. Also, das sehr bekannt, kennen Sie aus dem Fernsehen definitiv. Ja, also das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht verklären. Aber mein Sohn hat mir mal was gesagt. Lachen Sie, machen Sie mal Rockefeller? Das irgendwie, war das so eine große... Es ist sowas wie die Rockefeller-Dynastie. Ja. Es können Rockefeller sein, aber ich sage jetzt nicht, welche es war. Oh, die leben ja, die Familie, die gibt es ja noch. Also, wenn es Rockefeller nicht war, wer weiß, wer es war. Ich weiß es nicht. Mhm. Nehmen wir Rockefeller als Antwort. Und die letzte Frage ist, Bin Laden wurde ja 2003 in bestimmten Ländern vermutet, also wo er sein könnte. Ne? Und wir wollen eins von diesen Ländern nur wissen, wo er vermutet wurde. Und wir wollen wissen, in welches Land von den Vereinigten Staaten dann aber 2003 angegriffen wurde. Ja, da haben sie alle am Kommandotor gesessen, das habe ich gesehen. Aber gestern habe ich mir nur das Land nicht gemerkt. Ja, doch, dann.
das Land. Sagen Sie, machen Sie mal einen Anhaltspunkt. Also ich sag mal, es liegt im Mittleren Osten. Kambodscha, kann das sein? Kambodscha ist ein bisschen weiter östlich. Ja, deswegen. Wo? Das ist mein Fahren. Wo hast du gesagt? Ich habe Kambodscha gesagt, ist falsch. Nicht. Libanon. War das in der Nähe von... Libanon? Ja, ich nehme Libanon. Libanon? Ja. Und welches Land wurde dann angegriffen? Welcher? 2003 wurde ja von den USA ein Land angegriffen. Welches auch mit der Begründung unter anderem, dass da Massenvernichtungswaffen gibt und dass da Saddam Hussein... Da liest mehr Zeit. Der hätte mit sein müssen. Welches Land? Da kann man sich schmunzeln. Weiß ich. Ist auch nicht so tragisch. Da gehen wir heute ohne 5 Euro. Ne, wir lösen es ja gleich auf, dann wird ja noch besser. Aber in Irak war es nicht, gell? Ich sage jetzt nicht ja oder nein. Ich sage jetzt Iran. Ihr warst gerade Irak, Sie wollen aber Iran sagen. Iran, ja, ich sage jetzt mal Iran. Das, Iran? Ja, ich glaube Iran. Irgendwas war da, die haben doch da irgendwas gesucht, ja. Iran. Irak nicht, Iran. Sag mal Iran und wenn es nicht stimmt, ja, gut, ist nicht so schlimm. Iran. Ich gebe mal. Okay, halten wir es da fest. Also, es sind leider alle Antworten falsch. Aber Sie waren immer sozusagen ziemlich gut. Also von der Überlegung, von Ihrem Wissen ist schon ziemlich gut gewesen. Also, ja, genau. Also es sind, zur erste Frage, es sind drei Hochhäuser eingestürzt tatsächlich. Habe ich aber gesagt. Sie haben ja sich auch leider mit geeinigt auf die falsche Antwort. Es sind die zwei großen erst nacheinander eingestürzt, aber dann, die Begründung ist ein bisschen komisch, also es sollen dann so Teile halt runtergeflogen sein aufs World Trade Center 7, das hat dann gebrannt eine Weile so, da kamen dann so Rauchwolken raus und irgendwann ist das dann auch von alleine runtergestürzt. Das war kleiner als die anderen beiden, aber trotzdem eins von den Hochhäusern dort in der Nähe. Also Sie sagten drei? Es waren drei, genau. Gut, müssen wir uns merken, das nächste Mal. Genau, dann sind 4 Flugzeuge unterwegs gewesen. Ich wüsste nicht nur 3, genau. Also die 2 im World Trade Center, dann noch eins, was ins Pentagon reingerauscht ist und eins in Shanksville, das ist so auf dem Acker dort gelandet, das sollte wahrscheinlich irgendwo anders hin, aber ist dann abgestürzt. Ne? Genau, das ist gar nicht so erwähnt. Das ist also 4 müssen wir uns merken. Genau. Das kommt doch mal einer. Dann haben wir den persönlichen Gegenstand, der gefunden wurde, das waren die Ausweise. Also man weiß nicht genau, wie die überlebt haben, aber auf jeden Fall sind die da an der Absturzstelle in der Nähe Ausweise gefunden worden. Also, die hätte doch ein Rucksack sein können, der Ausweis. Da könnte man so gelten lassen, ja, das stimmt. So. Genau. Aber wer lässt seinen Ausweis da? Ganz so dumm waren wir nicht. Uns noch, und das letzte? Wir haben noch 2, und zwar die Familie, die Unternehmerfamilie, war die Familie Bush. Also George W. Bush und George Bush Senior, beides US-Präsidenten. Der hat viel Blödsinn gemacht in Amerika. Genau. Aber der hat viel Geld verschleudert, der Bush. Müssen wir uns merken. Allerdings. Und bei den letzten zwei beiden Ländern, da hatten sie mit dem Angriff in dem Land wieder recht. Das war nämlich Irak, nicht Iran. Das war tatsächlich Irak. Und es waren so Länder, wo er vermutet wurde, Pakistan, Afghanistan, Sudan. Also Irak. Genau, Irak. Genau. Ne? Schwesterlein. Waren Sie doch nicht so schlecht, wie Sie dachten. Nein. Ne? Also, na gut, okay, hat Spaß gemacht. Fand ich auch, vielen Dank dafür. Wir können noch einmal treffen, wir können dann alles abnehmen. Dann wissen Sie es, genau. Vielen Dank nochmal, dass Sie teilgenommen haben. Noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüssi. I protest. Liebevolle Revolution.